Schlechte Nachrichten. Richtig schlechte Nachrichten. Diese Nachrichten sind so schlecht, dass mir schon schlecht wird. Mann, ist mir schlecht. Ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Weil ich lebe ja immer so gesund. Esse keinen Zucker, bewege mich viel. Und trotzdem jetzt diese schlechten Nachrichten. Und es wird auch wieder ein paar Veränderungen geben. Veränderungen, die ich schon 3, 4 Mal gemacht habe. Und jedes Mal hat es was gebracht. Und jedes Mal nutzt es dann letzten Endes doch wieder nichts. Und ich erhalte wieder schlechte Nachrichten. Mein Schnucki guckt mich komisch an. Wieso hältst du dich im Kühlschrank fest? Guten Morgen. Ich halte mich da nicht dran fest. Ich will den aufmachen. Ach Aber so. ich musste kurz erst nochmal sagen, dass es echt schlechte Nachrichten für mich gibt. Und das hier ist eine direkte Konsequenz daraus. Ich habe mir heute mal wieder mein Porridge gemacht, weil es so schlechte Nachrichten für mich gab. Und jetzt müssen wir erstmal los. Wir nehmen Leo mit und dafür muss ich jetzt erstmal das Fahrrad von Chrissy umbauen. Marie ist ja letztes Mal damit gefahren und das sah ja aus wie so ein Affe auf dem Schleifstein, weil irgendwie der Sattel hier, der sieht ja eigentlich so ganz normal aus, ne? Aber irgendwie, wenn sie da drauf sitzt, sieht das aus, als wenn sie runterrutscht. Das heißt, der muss jetzt noch höher. Wenn wir den mal ein bisschen umbauen und vor allen Dingen das notwendige Werkzeug dafür mitnehmen, was brauchen wir denn da? Ein Imbusschlüssel. Schnell mal in die Werkzeugabteilung. Und wo sind sie? Hier, Hunderte. Welchen nehmen wir denn mit für unterwegs? Ich glaube, der passt. Und jetzt sehe ich auch gerade, das war ja die verkehrte Schraube, ne? Ich habe ja bei der Schraube geguckt hier. Der wird ja nur in der Höhe verstellt. Und hier, was gibt es denn da? Ah, Maulschlüssel. Dann gehen wir noch mal eben in die Werkzeugabteilung. Also, im Muss nehmen wir auch mit. Vielleicht brauchen wir den noch mal. Und was für ein Maulschlüssel kann das gewesen sein? So einer hier? 12. Meistens ist doch alles 13, ne? Habe ich so das Gefühl, ich nehme die mal beide mit. Und heute Morgen hat es geregnet und es ist kalt. Temperatursturz von gestern auf heute. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Also, das wird ja nun mal eine richtig schöne Radtour. Wenn denn Marie hier nicht vom Sattel rutscht. Mal gucken. Ah, 13, sag ich doch. Alles ist 13. So, mal kurz den Sattel ein bisschen verstellen. So? Das kann doch nicht sein. Ich denke mal, das geht irgendwie ein bisschen vorne zu hoch. Aber mal schauen, wie sie gleich drauf sitzen wird. 12er wieder zurück und Werkzeugabteilung geschlossen. Nee, warum geht das nicht zu? So. Leo guckt hier von drin zu, was ich hier treibe. Leo, gleich geht's los. So, den nehmen wir wieder mit hier. Es sind 15 Grad, es müsste Ja, 15 Grad, da und kann man gleich kurze Hose fahren. stinkt hier. Und Leo, wollen wir auf Radtour? Ja. Was meinst du mit was stinkt? Sein Dings hier, sein, was ist das hier, irgend so ein Hirsch. Boah. Sollst du ja auch nicht essen, ne? Ja, das stimmt wie die Guck mal, er mag das. Kannst du mal eine Runde fahren hier, um zu gucken, ob der Sattel so richtig eingestellt ist? Ja, mach ich. Weil irgendwie sieht das echt schräg aus, weil der vorne so weit hoch geht. Echt? Vorher bin ich immer runtergerutscht. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich den höher. Aber so vom Aussehen her war der eigentlich richtig eingestellt. Probefahrt mit Leo. Nee, ist perfekt. So ist gut? Ja. Viel Okay. besser. Sie sagte eben 15, jetzt schon 16. Also, das wird immer wärmer, die Sonne scheint, wir haben blauen Himmel. Ich nehme mir trotzdem eben mal einen. Was nehmen wir denn? Immer den von oben weg. So, einmal einen Pulli mitnehmen. Marie war heute Morgen schon fleißig. Sie hat hier ein Video geschnitten. Da läuft gerade der Mixdown. Angetrieben von unserem Kraftwerk.
hier ist es. Wir haben 13,2 Volt, 233 Volt Ausgangsleistung. Und hier wird auch schon wieder Strom produziert. Schauen wir noch mal kurz. Photovoltaik hinten bringt 14 Volt, 1,1 Ampere. Und schon zu weit. Photovoltaik, schon wieder zu weit. So, 15 Volt, 0,6 Ampere. Also die beiden versorgen gerade Maries Rechner. Und jetzt kommen wir nochmal zu den schlechten Nachrichten. Die haben auch was hiermit zu tun. Ach ja, und hiermit. Ich habe meine weiteste Hose rausgekramt. Leute, ich bin heute Morgen auf der Waage gewesen und habe 6 Kilo zugenommen. 6 Kilo bei gesunder Ernährung und Bewegung und trotzdem, ich kriege hier den Gürtel nur noch so zu und war mal da, in besten Zeiten da. Ich gehe einfach nie wieder auf die Waage. Vielleicht ist ja auch die Waage kaputt. Und gerade ein paar Meter gefahren, da sagt Marie, der Sattel muss höher. Zum Glück habe ich ja das Werkzeug mitgenommen. Wie hoch hätten wir es? Das geht gar nicht, weil wir kommen hier gegen den Korb gehen. Ja, ne? Stimmt. Ja, okay, dann lass. So? Ja, ja. Mhm. Das ist so ein Stück höher jetzt. Nee, dann noch ein Stück höher. Oh, so. Na, dann zeig mal, ob das was wird. Oder ob der jetzt zu hoch ist. Nee, ist besser. Also ganz ehrlich, es ist irgendwie nicht zu kalt. Hart an der Grenze, wenn man schnell fährt. Wir fahren ja langsam. Und Leo, genießt du die Fahrt? Setz dich doch hin. Kannst schön rausgucken. Juhu, jetzt kommt der Berg des Todes. 50 mal hart in die Pedale treten. Es ist so anstrengend hier hochzufahren. Aber bei den schlechten Nachrichten, die ich gekriegt habe, ist das mal eine gute Sache hier. Also wir müssen, wenn wir einkaufen fahren, immer einen kleinen Umweg fahren von so 10, 20 Kilometern und überhaupt nicht mit dem Auto einkaufen, sondern mit dem Rad. Das schont ja auch die Umwelt und vor allen Dingen muss bei mir was wegtrainiert werden, also diese überflüssigen 6 Kilo. Was ist oh oh? Willst du was aufnehmen? Du brauchst dafür eine Action-Cam. Kleiner Unfall hier noch unterwegs. Wir sind schon eine Weile unterwegs und Leo sitzt da so ganz gechillt. Manchmal sitzt er, manchmal steht er. Und ich bin froh, dass ich mir Wäsche angezogen habe. Den Hals über mir ist es zu kalt. Aber
Ihr nicht, ne? Nein, ich friere nicht. Wir müssen den Sitz wieder ein bisschen höher stellen. Aber jetzt klappt es an. Das ist viel besser mit diesem Fahrrad. In der Zwischenzeit sind wir jetzt hier beim Küppmand angekommen. Und weil Leo ja nicht mit rein kann, haben wir ihm hier was gebastelt, damit er nicht so in der Sonne sitzt. Ein kleiner Sonnenschutz aus dem Notrucksack. Das soll geschützt. Bevor jetzt jemand sagt, hey, ihr könntet doch Leo doch auch draußen anbinden, dann geht keiner mehr in den Laden. Der kläfft dann alle zusammen. Und zwar so fies, dass man denkt, der will einen fressen. Das hast du mit mir auch schon mal gemacht, ne? Aber das ist ja der Charakter dieser kleinen Schlingel hier. Ne? Bellt halt gerne mal. Und mein Schnucki ist wieder zurück aus dem Shop. Und Leo ist gleich auf dich zu, ne? Ja. Freust du dich, dass Mama wieder da ist? Ach nee, Omi meine ich. Auch nicht Oma. Oma. Frau hier. Ja. Ich habe das Gefühl, das war's hier mit blauem Himmel. Wir kriegen wahrscheinlich eher noch eine Packung Regen ab, so wie es aussieht. Mir fallen schon hier die Mücken vom Kopf, glaube ich. Was? Mir fallen, glaube ich, schon die Mücken vom Kopf. Ich bin kurz so. Also. Wir sind einen kleinen Umweg gefahren und gehen jetzt hier erstmal in den Bauernhofladen rein. Marie meinte, wir brauchen noch Eier. Milch könnten wir auch mitnehmen. Mal gucken, was es da gibt. Und weil es so schön ist, regnet es auch noch mal ein bisschen. Aber wir haben hier einen guten Unterstand. Also hier ist ein Meter trocken. Ja, du musst ja aber hier, glaube ich, nicht mit einer... Das regnet doch hier gar nicht. Nee? Aber Marie meint das immer so gut, ne? Mit allen, oder? Ja. Ja. Ich glaube, das hört gleich wieder auf.